Hallo zu diesem mathematischen Schnellkrafttraining. Hier geht es um Funktionseigenschaften und Ableitungen. Und hier hast du jetzt drei Funktionsgraphen, blau, rot und grün, gegeben. Diese stehen in einer Abhängigkeit zueinander und du sollst die Graphen den Funktionen f von x, f' von x und f2' von x zuordnen. Halt das Video an, probier es zunächst selber und schau dir nachher meine Lösung an. Okay, natürlich schaut man als erstes am besten nach Extrempunkten, also Hoch- und Tiefpunkten, denn an dieser Stelle müsste in der zugehörigen Ableitung eine Nullstelle auftreten. Damit wir das besser analysieren können, habe ich jetzt mal hier so eine senkrechte Hilfslinie gemacht und kann dann hier nachgucken, was in anderen Funktionen passiert, wenn irgendeine Funktion einen Hoch- oder einen Tiefpunkt hat. Gucken wir jetzt mal hier auf diese rote Funktion hier, die hat ja hier einen Hochpunkt. Und in der ersten Ableitung würde man ja eine Nullstelle erwarten und tatsächlich hat sowohl die blaue als auch die grüne Funktion hier eine Nullstelle. Aber es kommt ja auf den Vorzeichenwechsel an. Unser Hochpunkt hat ja links von der Hochpunktstelle eine positive Steigung und rechts davon eine negative Steigung. Das heißt, in der Ableitung müssten wir eine Nullstelle finden, die von plus nach minus geht und das ist dann für die blaue Kurve hier der Fall, aber nicht für die grüne. Wenn die blaue Kurve jetzt die Ableitung der roten ist, dann müsste dann auch bei den anderen Extrempunkten von der roten Kurve an der blauen Kurve eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel zu sehen sein. Das ist jetzt hier auch der Fall. Die rote Kurve hat hier einen Tiefpunkt mit Monotoniewechsel von negativer Steigung nach positiver Steigung und tatsächlich sehen wir auch in der blauen Kurve, wie die Funktionswerte von minus über 0 nach plus gehen. Und auch auf der anderen Seite hat die blaue Kurve eine Nullstelle, da wo die rote Kurve einen Tiefpunkt hat. Und die Art des Vorzeichenwechsels stimmt auch. Wenn wir f, f' und f2' von oben nach unten anordnen, dann haben wir jetzt schon gesehen, dass die blaue Funktion die Ableitung sein muss von der roten Funktion oder orangen Funktion. Wo ist denn jetzt die grüne Funktion einzuordnen? Die grüne Funktion hat hier einen Hochpunkt und wir sehen, dass die orange Funktion dort eine Nullstelle hat mit Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus, was dem Vorzeichenwechsel des Steigungsverhaltens der grünen Funktion hier entspricht. Und dann hat die orange Funktion auch dann eine Nullstelle, wo unsere grüne Funktion einen Tiefpunkt hat mit Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Also das stimmt auch. Somit ist es eindeutig, dass unsere grüne Funktion f von x unsere orange Funktion f' von x und die blaue Funktion f2' von x ist.